Ja, lieber Uwe, ich habe wirklich gerne mit dir zusammengearbeitet und ich erinnere mich gerne an die Zeit in Nordrhein-Westfalen zurück. Wir haben über interdisziplinäres Arbeiten, über Forschung für die große Transformation wirklich eine ganze Menge vorangebracht in Nordrhein-Westfalen. Und dann ging es auf die Bundesebene. Sozialökologischer Fortschritt, das Thema, was jetzt die Diskussionen bestimmt. Ich werde dich als wissenschaftsbasierten Berater wirklich sehr vermissen und wünsche dir alles Gute. Lieber Uwe, ich schicke dir meine freundschaftlichen Grüße hier von der Kulturschmiede in Wuppertal-Kronenberg. Das ist ein Ort, wo sich der Bogen zu Kunst und Zukunft wunderbar spannen lässt. Denn Zukunftskunst wirst du brauchen in der neuen Spannenarena, in die du dich jetzt begeben willst. Und Wuppertal, den verborgenen Charme, den du jetzt entdeckt hast, bietet die Gewähr, dass der Kontakt zwischen uns bleibt. Institut ohne Uwe, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich als der Junior dort noch arbeite und du als der Senior inzwischen gehst. Also, lieber Uwe, komm bald wieder. Vielleicht sitze ich immer noch dort. Lieber Uwe, rasender Stillstand, Zeitgefühl der Gegenwart, endender Beginn, beginnendes Ende, bewegte Gesellschaft, Gesellschaft in Bewegung, transformatives Wuppertal. Zukunftslösungen dringend gebraucht, Lebenskunst auch. Industrielle Transformation, transformative Industrie. Soziale Innovation, innovative Kunst. Zukunftskunst mehr denn je gebraucht. Haus in der Stadt, Kern von Veränderung. Nachhaltigkeitsfokus, Logo im Wandel. Marke auf Haus, Leuchtturm der Nachhaltigkeit. Zukunft der Forschung, Wandel des Wissens. Wissenschaft ächzt oder Inklusion. Wissen in Gemeinschaft erzeugt Struktur. Struktur erzeugt Wirkung und Haltung. Haltung ist Grundlage für Wissenschaft. Universität kommt aus Gesellschaft. Weiß oder weiß nicht, was Gesellschaft so will. Transformatives Forschen, bisher nur Goodwill. Wandel der Rolle so wichtig wie nie. Forschung im Wandel, Wechsel als Wandel. Forschungsroutine, praktische Kunst. Meister der Praxis, übersetzende Kunst. Meister der Zukunft, Bürger als Meister. Zukunft der Stadt, BürgerInnen der Stadt. Stadt der Reallabore und des Wandels, seit Engels und Marx und schon davor. Bekannt für Kunst, Medien und Industriekultur. Beginnender Abschied, beginnender Anfang. Transformative Literacy, Übersetzung gelebt. Glückender Erfolg, erfolgendes Glück. Dank für die Zeit im Wandel der Zeit. Nur das Beste für die gelebte Zukunftskunst. Liebe Grüße, Christa, Henning, Stefan und Stefan. Alles Gute. Gute, tschüss. Lieber Uwe, wir kennen uns ja schon lange. Als du nämlich in Heidelberg einen Kongress organisiert hast, als du noch an der Universität St. Gallen warst in den 90er Jahren. Und dann über dein Engagement im BUND, im Arbeitskreis Umweltchemikalien, Toxikologie und im Wissenschaftlichen Beirat. Und dann über die verschiedensten Gremien, wo wir zusammen gearbeitet haben. Und natürlich über unser gemeinsames Buch zur Suffizienzpolitik, damit gutes Leben einfacher wird. Immer war die Arbeit mit dir für das Ziel eines zukunftsfähigen Deutschlands in einer globalisierten Welt interessant und inspirierend, eines deiner Lieblingsworte, die du für den Kontakt mit anderen oft verwendet hast, aber ich verwende ihn hier jetzt gerne für die Arbeit mit dir, die eben wirklich inspirierend war für mich. Du warst am Wuppertal-Institut an der richtigen Stelle und ich wünsche dir in Wuppertal an neuer Stelle alles Gute. Angelika. Lieber Uwe, das Projekt Zukunftskunst braucht viel mehr Menschen wie dich, die mit Kreativität, mit Witz, mit Charme und vor allem viel Verstand neue Wege gehen, unser Silo-Denken aufbrechen und Lust machen auf Veränderung. Dieses Projekt hebst du für dich nun auf eine neue Ebene, auch das wegweisend. Und dafür wünsche ich dir einen nachhaltigen Gestaltungswillen und viel Erfolg bei der Umsetzung. Lieber Uwe, in einer Zeit größter Herausforderungen, bei der natürlich auch der Klimawandel im Fokus bleiben wird,
hast du den Entschluss gefasst, die Leitung eines sehr angesehenen Forschungsinstituts aufzugeben und ein politisches Amt anzustreben. So wie ich dich in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit kennengelernt habe, bringst du dafür natürlich alle Voraussetzungen mit. Du bist zuverlässig, du hast Gestaltungswillen, willst etwas zum Guten verändern und hast die notwendige Kompetenz. Ich wünsche dir dafür alles, alles Gute, liebe Grüße und ich hoffe, dass wir uns in naher Zukunft auch einmal persönlich wieder begegnen werden. Lieber Uwe, nach 10 Jahren erfolgreichen Wirkens am Wuppertal-Institut, nun ein denkwürdiger Abschied in nie dagewesenen Zeiten. Mit großem Geschick und tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hast du die Idee, die Empirie, die Policy-Entwicklungen für Transformation zu einer nachhaltigen Entwicklung vorangetrieben. In vielen Arenen und mit unterschiedlichsten Akteuren. Ich danke dir für viele Jahre schönster Zusammenarbeit, konstruktiv und kritisch, meist in physischer Distanz, aber immer in sozialer Nähe. In dieser Zeit disruptiver Chancen für eine große Transformation wünsche ich dir in neuen Positionen und Aufgabenfeldern Durchsetzungskraft und Glück bei der Kunst des gesellschaftlichen Wandels. Lieber Uwe, liebe Brigitte, liebe Freunde am Wuppertal-Institut, ich gratuliere sehr zu diesen letzten 10 Jahren. Großartige Arbeit, lieber Uwe. Du hast ja länger gedient als Präsident als ich und hast das Institut fantastisch nach oben gebracht mit der Transformationsforschung. Lass mich aber jetzt doch gleich noch ein Wort zu Brigitte Mutter sagen. Ich hatte ja das Glück, dass ich Brigitte schon als Mitarbeiterin hatte in meinen letzten Jahren. Und in der Zwischenzeit ist ja das Haushaltsvolumen gestiegen und die Komplexität gestiegen und immer souverän hat Brigitte Mutter die ganze Sache gemanagt. Also auch ganz, ganz herzlichen Dank. Nun etwas zum Inhaltlichen. Der EU-Vizepräsident Frans Timmermans ist ja eigentlich der Initiator von dem neuen Green Deal der EU. Und vor kurzem verlautete es, dass die Kreislaufwirtschaft etwa die Hälfte der Miete für das Einhalten der Selbstverpflichtung von Paris im Klimaabkommen ist. Das heißt also, das, was das Wuppertal-Institut seit Beginn gemacht hat, nämlich Materialflüsse, Kreislaufwirtschaft und Klima in einem Institut, das ist jetzt sozusagen offizielle Doktrin in der EU-Kommission. Das hat sich bei den Journalisten noch nicht rumgesprochen. Die nehmen das immer noch als ganz getrennte Dinge. Das Wuppertal-Institut ist da, um aus dieser großartigen Perspektive von Brüssel und von Deutschland etwas Konkretes zu machen, so dass Leute auch Geld damit verdienen können. Das ist ja eine der Erfolgsrezepte des Wuppertal-Instituts mit Drittmitteln. Die Leute, die uns Aufträge geben, die wollen ja auch nachher besser dastehen. Also, ich gratuliere allen, die da mitgemacht haben und wünsche eine wundervolle, würdige Abschlussfeier. Und dir, Uwe, wünsche ich viel Glück auch in der Politik. Lieber Uwe, du hast die Nachhaltigkeit als kulturelle Transformation neu definiert, die gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Unternehmen und vielen, vielen anderen erarbeitet werden muss. Und du hast das Wuppertal-Institut in seiner Heimatstadt fest verankert. Auf deiner nächsten Etappe möchte ich dir alles Gute wünschen und viele Grüße ins Tal. Bis bald. Lieber Herr Schneidewind, wir kennen uns seit dem 16. Dezember 2008. Da nämlich hatten Sie Ihr erstes Gespräch im Wissenschaftsministerium zur damals ausgeschriebenen Leitung des Wuppertal-Instituts. Ich war damals schon sehr beeindruckt von Ihren konzeptionellen Vorstellungen wie auch von Ihrer spürbaren persönlichen Begeisterung für das Institut. Das Ergebnis ist bekannt. Wir konnten Sie als Präsident des Wuppertal-Instituts gewinnen
und daran schlossen sich nun über 10 Jahre äußerst erfolgreicher Arbeit an. Wir hatten dabei immer wieder persönlich miteinander zu tun, sei es im Aufsichtsrat des Instituts oder in der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft, aber auch im Wissenschaftsrat oder bei der DFG im Zuge ihrer damaligen Diskussionen mit dem ehemaligen DFG-Präsidenten. Ihr inhaltliches Leitmotiv, sozusagen der rote Faden, war dabei stets ein verändertes, erweitertes Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft. Stichwort die transformative Wissenschaft. Das, lieber Herr Schneidewind, setzen Sie jetzt auch ganz persönlich um und kandidieren als Oberbürgermeister für Wuppertal. Ich danke Ihnen persönlich für über 10 Jahre ganz toller Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen viel Glück und ich halte Ihnen die Daumen. Lieber Uwe, es ist Frühling. Zeit des Aufbruchs, Zeit der Veränderung. Und jede neue Lebensphase ist spannend und aufregend, voller Vorfreude zu genießen und zu entdecken. Ich wünsche dir für deinen neuen Lebensabschnitt positive Aufbruchsstimmung, und weiterhin produktive Streitlust, die dich ja auszeichnet, Ideenreichtum, Vergnügen, Tatkraft und Erfolg. Ich danke dir für viele Jahre spannenden Austausch und produktive Arbeit im Econet und freue mich auf die Zukunft. Auf dich, Uwe. Auf die Zukunft. Auf bald. Lieber Uwe, ich bin sehr froh, dass wir uns hier in Wuppertal über den Weg gelaufen sind und ein Stück weit gemeinsam gegangen sind. Es gibt auch etwas, was uns verbindet. Dafür bin ich extrem dankbar. Künstlerisch. Es gibt kaum einen Menschen, den ich kenne, der so gut Kunst und Wissenschaft verbinden kann wie du. Jemand, der die Strategien so übertragen kann. Wow! Zukunft. Ja, dazu ist nicht viel zu sagen. Uwe, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir, dass alles klappt, was du dir vornimmst. Die Pläne sind groß, sie fliegen hoch. Alles Gute dafür. Danke, dass du bei uns bist. Alles Gute. Ciao. Hallo Uwe, hier kommen fernkoronale Grüße zu deiner Abschiedsveranstaltung, die ja in deinem Fall auch Aufbruchveranstaltung ist, so wie sich das für einen Transformer wirklich gehört. Du zeichnest dich ja dadurch aus, dass du über Transformation nicht nur redest oder forschst oder schreibst, sondern dass du das auch lebenspraktisch in deinen Umfeldern, aber auch in deiner eigenen Lebensgeschichte umsetzt. Und das bewundere ich sehr. Und in diesem Sinne wünsche ich eine gute nächste Stufe und danke für alles Bisherige und viel Spaß mit dieser virtuellen Veranstaltung. Ciao. Lieber Uwe, in meiner Funktion als Co-Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen sende ich dir anlässlich deiner Verabschiedung als wissenschaftlicher Direktor des Wuppertal-Instituts eine Videobotschaft. Ich möchte dir ganz herzlich danken im Namen aller für deine Tätigkeit, deine wissenschaftliche Expertise, die du in vielen Gutachten des WBGU eingebracht hast, vor allen Dingen im Bereich der Forschungsempfehlungen. Du hast es verstanden, die wissenschaftliche Arbeit des Wuppertal-Instituts mit derjenigen und den vielen Ideen des WBGU zu verknüpfen. Du hast sogar eine Publikation daraus gemacht, dein Buch »Die große Transformation – Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels«. Diese Verzahnung ist dir ganz wunderbar gelungen, immer wieder während der Sitzungen, aber eben auch im Wissenschaftsbereich. Dafür dir ganz herzlichen Dank. Und ich wünsche dir für deinen weiteren politischen Weg, dass du all die Ideen, die du im Kopf hast, in die Tat umsetzt. Vielleicht als Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Das würde mich enorm freuen. Und vielleicht können wir auch nochmal in einer späteren Phase deine vielen, vielen Notizen in den kleinen schwarzen Büchlein auswerten. Vielleicht auch, wenn wir eine Geschichte des WBGU schreiben. Dir alles Gute für deinen weiteren beruflichen Weg, dein WBGU. Mit Eckhard Lobisch und seinen ersten Zukunftskünstler haben wir dort ausstehen.
Lieber Uwe, es ist ja nicht nur so, dass meine Mutter auch Schneidewind hieß. Es gibt ja noch andere Gemeinsamkeiten. Und zwar essen wir beide gerne Grünkohl im Sommer. Und dann gab es noch andere Geschichten, wie dass wir uns gerne über Steve Ovette und Sebastian Kau unterhalten. Besonders stolz bin ich auf dich, dass du die 800 Meter unter 2 Minuten gelaufen bist. Dann gab es noch die Bergischen Klimagespräche und deinen Besuch bei uns, bei Tino und mir in der Kunststation im Bahnhof Vohwinkel. Die erste Zukunftskünstlerausstellung im Wuppertal-Institut. Und ich würde mir wünschen, dass wir weiterhin Kunst und Zukunftskunst gemeinsam gestalten. Ich wünsche dir alles Gute. Dein Eckehard. Alles Liebe aus Köln, alles Gute für die Zukunft von der EcoSign. Lieber Herr Schneidewind, es war wunderbar, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Sie haben viele Menschen an der EcoSign, auch wenn Sie es nicht wissen, inspiriert in den letzten Jahren und haben viele Fans und ich hoffe, unsere Wege werden sich weiterhin kreuzen. Alles Liebe und danke für die letzten Jahre. Tschüss! Lieber Uwe, wie schade, dass wir dich heute nicht live feiern können. Ich hatte mich da sehr drauf gefreut. Stattdessen kriegst du jetzt von deiner ehemaligen Berlin-Büroleiterin ein Video aus Berlin. Und zwar hier, wer weiß, ne, Alexanderplatz. Und an dem Ort, der für mich symbolisch runterbricht, wofür du für mich eben auch so stark stehst. Und zwar, rate mal, hier das alte Museum, hier das neue Museum. Für mich bist du nämlich eine derjenigen, der es so wahnsinnig vermag, das Alte und tief in unserer DNA Sitzende mit dem Neuen zu verbinden, was da so in der Zukunft entdeckt werden möchte. Und das auch auf allen Ebenen, also architektonisch, wie auch in dem, was wir in unseren Köpfen tragen. Ich werde nie vergessen, also in meinen ersten Besuche in Wuppertal, wie du mich durch die Gegend geführt hast, um mir die Lichtwunder zu zeigen an den schönen Stellen in dieser Stadt. Und überall eben auch diese kleinen Dinge entdecken kannst und die Ausdrucksweisen von der Art, wie Menschen sich die Welt erklärt haben und wie sie gemeinsam gestaltet haben, die mich immer wieder beeindruckt. Und in diesem Sinne bist du dann ja auch in der Lage, zwischen Menschen Brücken zu bauen, die vielleicht gar nicht so viel Gemeinsamkeit vorher entdeckt haben oder zumindest eine Hilfe gebraucht haben, zu sehen, dass das, was ihr Spezialgebiet ist und ihre absolute Passion, auch was mit Nachhaltigkeit zu tun hat und auch mit der Frage, wie wir dann eigentlich unser Zusammenleben morgen gestalten möchten. Und dafür möchte ich dir danken, da habe ich immer ganz viel lernen dürfen. Und ich hoffe, dass dir genau diese Brückenbauerei jetzt wunderbar weiter gelingen wird zwischen Schwarz und Grün, was ihr ja so ein bisschen durchexperimentiert und was euch hoffentlich sehr gut gelingt. Ich möchte jedenfalls in all den Vorträgen in den nächsten Jahren immer auf Wuppertal verweisen können als das faszinierende Reallabor, in dem so die Zukunftsstadt umgesetzt und gelebt wurde. Und dass wir dann hier auch in Berlin in den einzelnen Bereichen von euch ganz viel lernen und umsetzen können. Und dass du natürlich immer mal zu Besuch kommst. Und an die Kolleginnen und Kollegen sowohl im Berliner Büro natürlich nochmal vielen Dank für die Zeit bei euch und auch nach Wuppertal. Also das war für mich immer so klar, wenn Leute gefragt haben, was mich denn so besonders beeindruckt hat am Wuppertal-Institut, war das einerseits dieses totale Commitment zu der Sache und das andere war die Ansammlung von wirklich wunderbaren Menschen. Und deshalb hoffe ich, dass sich trotzdem heute alle als eine Gemeinschaft wahrnehmen können, dass wir nicht Social Distancing machen, sondern dass wir Physical Distancing machen und dabei uns aber sozial trotzdem nahe sind und Uwe eben nochmal zum Abschied feiern können. Alle lieben Grüße, bis bald!